Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Escape from Tarkov. Wir sind wieder auf Customs unterwegs, mittlerweile quasi das zweite Zuhause geworden, in dem ich mich nicht auskenne. Wir sind auf dem Weg Richtung Dorms, weil wir uns einen Schlüssel holen, den Maschinenschlüssel für die Taschenuhr. Und das ist so unsere Aufgabe, das haben wir vor. Zwischendrin noch ein bisschen looten, bisschen shooten. Da haben wir was zum Werfen. Hier habe ich auch einen Schlüssel für Dorm, für so einen Dorm-Room dabei. So sieht mein Loadout aus. So. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wo wir sind. Und dann kann es auch schon losgehen. Da vorne sind Schienen, das ist immer gut. Da werden wir direkt angeschrien, das ist nicht so gut. Ich habe eigentlich Lust, direkt jemanden zu erschießen. Oder erschossen zu werden, das ist eigentlich wahrscheinlicher. Ach, warte mal, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Sind wir hier ganz unten? Sind wir bei Crossroads? Da sind wir, oder? Hier wollen wir aber gar nicht sein. Oder sind wir bei Crossroads? Doch, ja. Ja. Gut, da geht's halt rund, ne? Da will ich aber gar nicht hin. Ich will nicht da sein, wo es rund geht. Potenziell. Ich will nämlich zu Dorms. Er ist bekannt dafür, dass es da viel weniger rund geht. Oh, geil. Okay. Ist jetzt nicht meine Nummer 1, so ein Magazin. Aber besser als nichts. So. Gucken, dass wir uns ein bisschen aus dem Staub machen. So. Ja. Denn wir sind ja nicht so weit. Nicht so weit von Dorms weg. Wenn ich das richtig sehe. Also hält sich echt in Grenzen. Darum will ich mich ein bisschen beeilen. Hat er gerade auf uns geschossen? Nee, ne? Das traut er sich doch gar nicht. Das traut er sich doch gar nicht. Holy shit. Da hat jemand eine Panzerhaubitze mitgenommen. So, okay, das könnte jetzt interessant werden. Wir müssen nur darüber. Oh, bitte nicht erschießen. Bitte nicht erschießen. Ich hab gesagt, nicht erschießen. Wir bleiben hier, regen ein bisschen Ausdauer.
Wir rennen einfach komplett drüber. Krass. Ja, zum Glück haben die genauso ein gutes Aim wie ich, ne? Irgendeiner regt sich da richtig übel auf. Einen haben wir erwischt. Nummer zwei nicht so. Cool bleiben. Der hat uns ziemlich krank erwischt, ey. Dann verpissen wir uns jetzt noch ein paar Meter. Okay. Junge, 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 Junge. Ach, das war dieser Sniper-Roadblock. Okay. Scheiße, ich habe kein Schmerzmittel eingepackt. Beide Arme kaputt, du. Scheiße. Gut. Können wir uns mal ein bisschen was... Fürs Erste. Sollte das genügen? Oh, ich habe halt keinen. Habe ich gar keinen Schmerzstiller dabei? Nee. Fuck. Beste Voraussetzung. Wo war das ganz oben? Oder in der Mitte? Ich muss mal reingucken. Wir sind tatsächlich drin.
Und wir hätten eins weiter runter gemusst. Das ist nicht gut, da liegt einer. 306, wir haben 220. Wow. Hä, von wo hat er geschossen? Von draußen? Von unten? Wie geil ist denn die Sonnenbrille, Alter? Lachs wird gleich genascht. Wir gehen jetzt von außen eins weiter runter. Weiß noch nicht, ob die Idee gut ist. Aber wir finden es gleich raus. Ich fäng hier mal 220. Komm mal unten. Ach, Schrauben brauche ich nicht. Oh ja, Baby. Da haben wir den Key, nice. Egal, was jetzt passiert. Wir haben das, was wir erreichen wollten, haben wir erreicht. Ich bin ein bisschen stolz auf uns. Aber nur ein bisschen. 220. Geht hier so. Alles mitgenommen? Ich glaube schon. Hm. Direkt verwendet. So. Wir versuchen in Richtung ZB011 zu laufen. Hm.
Schade, hätte ich genug Geld dabei, hätte ich hier mit dem Auto escapen können. Scheiße. Hab ich natürlich nicht dran gedacht. Der Skeff, der auf uns geschossen hat, den haben wir dann auch nicht mehr gesehen, ne? Lachs. Ja, nice. Wir müssen uns im Prinzip jetzt immer an der Wand entlang runter nach ZB 1011 schlängeln. Okay, jetzt einfach keinen Unterschied gemacht. Gehen wir, obwohl, gehen wir da drüber. Come on! Ja, nice. Ach, da waren wir vorhin. Ich entsinne mich. Diesmal ist er nicht um die Ecke gekommen, du Mr. Scaffboy. Ja, okay, ist ein Problem. Super nervig mit dieser Schmerzsicht. Wo war der? Da oben irgendwo, ha? Stehst du da? Ich würde lieber hinten rumlaufen. Ja gut, das Spiel hätte nicht
gern, dass ich hinten rumlaufe. Dann laufe ich halt vorne rum. Wir sind da ja flexibel. Macht uns nichts. Okay, scheint so, als wären wir doch nicht so flexibel. Ach, das ist auch der Checkpoint. Sag mal. Oh. Von wo schießen die denn die ganze Zeit, Mann? Dann auch noch beide Beine, ey. Scheiße, ich hab nichts mehr gegen starke Blutung, oder was? Rip ich? Ach, so eine Fuck-Scheiße, wegen Blutung sterbe ich. Und wir sind gar nicht so weit weg vom... Oh nein. Nicht dein Ernst. Komm schon. Komm schon. Alles gar kein Problem. Nee, wir kommen da nicht rein, oder was? Ah, doch. Alter, knappes, not even close, not even close, hä? Was war da denn los? Alter Verwalter, war aber geil, hat Bock gemacht, wir haben alles erreicht, was wir erreichen wollten. Ich bin stolz auf uns, wir haben den Schlüssel geholt, wir haben rumgeballert, wir haben gelootet, geile Runde wieder. Langsam wird's mit den Runden, ne? Ich habe das Gefühl, dass ich nicht nur noch scheiße bin. Nur noch 90% scheiße. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Falls dem so war, dass es euch gefallen hat, gern ein Like da lassen, gern ein Abo da lassen und wir sehen uns in der nächsten Runde. Nächste Runde wieder Scav. Danach versuchen wir wieder unser Glück mit der Taschenuhr.